Oh, schau an. Um 12:45 Uhr gibt es noch eine weitere Statue. Ja, und damit willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate hier bei Crush 4589. Ja, immer noch jetzt bei dieser Zelda-Map im Land der Finsternis unterwegs. Und da haben wir eine weitere Statue. Hm? Der Fackelschein zeigt die Stunde. Schaffe Zeit, die wir sprechen. Habe ich ja. Na schön, da muss ich jetzt mal eine andere Stunde einstellen. Dass ich das immer so random hier mache. Geht eh ganz flink. Ups, nicht verpassen. Nochmal sehen. Warte mal. Sie ist ja. Oder war das wirklich nur ein Weg? Ne. Wir haben jetzt einfach mal so jede Stunde durch hier. Dann sehen wir, was. Und dann sehen wir, ob dann irgendwie ein Ergebnis kommt, weil ich meine, ich habe ja schon diese eine Eule dadurch freischalten können, zumindest. Aha! Der nächste Kämpfer! Ja, man muss also hier durchprobieren. Und dann kommt hier der Mi-Boxer! Alles klar! Okay, und dann. Wir haben ja im letzten Part auch Zelda erhalten, also sollten wir sie jetzt endlich auch mal nutzen. Wo ist sie denn da? Unter Kirby. The Legend of Zelda. Damit haben wir jetzt auch den letzten Mii Fighter freigeschaltet. Also, damit können wir jetzt endlich den letzten Mii Fighter hier freischalten. Aber der wird abgehen wie ein Zäpfchen. Weil der Mii Boxer, der hat einiges auf Kasten. Ich sag's ja. Alter. Eieiei. Was denn? Also, Aufwärtssmash ist wirklich gar nicht gut. Alter, ich sag's ja, der geht ab wie ein Zäpfchen. Okay, aber ich muss das ein bisschen anders machen, weil ich hab schon lange nicht mehr mit Zelda gezockt, deswegen weiß ich nicht, wie sie abgeht. Oh, der Wächter! Sie kann schon ganz gut abgehen hier.
Weg mit deiner blöden Kugel hier. Au. So, weg mit dir. Das ist eine blöde Kugel sein. Ha, und das wär's. Na also. Der Mi-Boxer. Yes. Na also. Ja, okay, Zelda geht aber auch wirklich gut ab mit ihren Magieattacken. Für gut strategische Kämpfe ist sie ganz gut zu gebrauchen. Aber jetzt werde ich erstmals wieder auf den Mi-Boxer setzen. Haben wir nun endlich alle Mi-Fighter frei? Und setzen wir natürlich auf meinen selbst erstellten einen Ninja. Aber natürlich müssen wir ihnen auch andere Geister dementsprechend geben. Statt von Magieangriffen natürlich physische Angriffe, ist ganz klar. Wer zuletzt verwendet. Wo ist es denn? Da. Da findet man meistens die besten hier. Physische Angriffe. Und Armangriffe. Oder. Oder nehmen wir gleich die Schildstärke. Yep. Ich denke, so passt das. Den 3-Sub-Plätzen. Standardmäßig, sagen wir es mal so. So, dann probieren wir wieder Stunde für Stunde aus. So lange, bis das mal alle anderen Charaktere frei haben. So. Das kann eine Weile dauern, aber... Ups. Nicht über nichts übersehen, mein Herr. Wenn ich das hier dann wieder von vorne machen müsste. Nur weil ich eine Fackel aus Versehen ausgelassen habe hier. Da muss ich auch eine bestimmte Reihenfolge machen. Ich hoffe mal nicht eh. Wozu können wir auch jetzt die Wege nach und nach öffnen. Alles gut läuft, so wenn alles jetzt weiterhin gut läuft. Na schön. Gibt's auch nichts. Und ab 9 Uhr... Nö. Ab 9 Uhr auch nichts. Wie steht's mit 10 Uhr? 10, 15, 20, 30, 40, 40. Nope. 11 Uhr, letzte Chance. Nichts? Habe ich jetzt ernsthaft eine Fackel übersehen hier? Das war jetzt anscheinend alles. Ach du heilige Scheiße. Wie soll ich denn jetzt die anderen freikriegen? Fehlt noch so einiges, ey. Schön und gut, dass wenigstens jetzt alle hier freigeschalten wurde, aber... Wie zur Hölle komme ich jetzt hier vorbei? Ja, stimmt. Warte für die anderen Triforces erstmals. Man erwartet das Erscheinen eines Helden. Ja, von welchen Helden bitte?
Von wo aus sollte man SS nach Osten? Der Weg zum Mutzai weist dir ein Mädchen, welches ihrer Freunde harrt. Was ist damit gemeint? Muss ich bestimmte Geister ausrüsten? Oder was geht hier vor sich? Was will man damit sagen? Die Klinge, die das Dunkelband zerteilt, das Kleid der Nacht. Ich bloß wüsste, was er genau damit meint. Brauche ich wirklich Link vorne oder wie? Oder Toon Link? Ich bloß wüsste, was jetzt gemeint ist. Bei all dem ganzen Zeug hier. Ja, ich versuche darauf zu hören, aber ich begreife nichts. Komme ich an den Geist hier? Und an den Kämpfer noch ran? Die beiden fehlen mir ja noch hier. Ich muss gucken. Da muss es doch einen Weg geben. Geht zwar auch rauf, aber es bringt mir an sich gar nichts. Also macht man jetzt hier. Das ist echt merkwürdig gerade. Diese Schatztruhe konnte ich Chrome erreichen. Das ist schön und gut, aber komme ich da bloß weiter? Mehr kann ich ja auch nicht machen. Ich begreife nichts. Ich begreife hier gar nichts. Ich will ja schließlich 100% abschließen, aber ich stecke jetzt gerade in der Zwickmühle. Wie soll ich bitte schön hier zu diesen Kämpfer gelangen? Weil das ist bestimmt entweder Ganondorf oder der junge Link, weil den gibt's ja auch wieder in diesem Spiel. Boah, die Charaktere möchte ich auch noch kriegen irgendwie. Nord-Süd, ja, das hat er bestimmt gemeint. Wenn ich bloß wüsste, wie ich da an der Stelle bitte weiterkommen soll. Ich meine, come on! Wie kann ich den Weg da freilegen? Ich gucke mir das jetzt mal an. Ich habe jetzt wirklich die Uhr komplett gedreht und es hat sich nichts verändert. Habe ich irgendwas übersehen? Eine Minute, eine wichtige? Ich hoffe mal nicht. Ich meine, es gab ja noch eine spezielle Eule. Schaffe die Zeit, die wir sprechen. Ja, ist ja gut, ne?
Ist mir schon klar. Das ist echt merkwürdig. Weisheit, Suche, Mut, die Tugenden der Helden. Ist ihre Freunde hart? Warte mal, muss ich hier Zelda? Also hier mit Zelda hergehen oder wie? Oder was ist da jetzt genau? Bitte schön gefragt. Wo ist sie denn hier? Da. Ist ihre Freunde hart? Oh, was ist damit gemeint? Ich stecke in der Zwickmühle. Ich muss mal offscreen gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme, weil ihr müsst das jetzt nicht miterleben. Oh, nein. Ich bin ein Idiot. Die Schatztruhe ist ja nördlich. Hier. Was? Hier geht's also weiter. Hier ist dieser geheime Pfad. Okay, und was sagt die Eule? Nordwest, Nord, dann stets nach Norden weiter. Schreite den Pfad, den kein Auge erblickt. Oh Gott, nochmal, wie konnte ich das nur übersehen? Ach ja. Dabei habe ich doch extra die Eselsbrücke benutzt. Nicht ohne Seife waschen. Konnte ich nur so dämlich sein. Oh, was? Oh, hier komme ich all so zu den Geist. Na also. Heilige Scheiße, okay. Das bedeutet, wenn wir sie besiegen, kommen wir dann endlich zu diesem Kämpfer. Okay, Salia. Nebelalarm, natürlich. Okay. Nebel hier. So, Nebelschutz. Mit Squawks. Meisterdetektiv Pikachu. Ich würde sagen, Meisterdetektiv Pikachu nehmen wir mal. So. Und dann hole ich mir die physischen Angriffe hier. Wenn ich bloß wüsste, wo. Da ist er. Na denn. Dann mal los. Dann können wir auch den Mii-Brawler nehmen. Alles klar. Ja, der geht richtig ab hier. Alter Schwede. Dafür gehen hier die Charaktere ganz schön ab. Alter Schwede. What the hell? Nein, lass los! Mann, ey! Ach du Scheiße! Was ist denn da jetzt wieder los? Boah! Ich muss auch gegen Zweier antreten. Alter Schwede! What the? Nein! Hat sie mich mit der Angel, erwischt, verdammt. Zum. Nein! Was machst du? Springt er schon wieder nicht in die Luft? Doch, doch, doch.
Come on, ey! Dürfen nicht wieder in so eine Mission geraten, die einfach nur nervtöten ist. Den falschen Geist hier oder was? Ach je! Lass das sein, ne? Gib mir das Feuerschwert. Scheiße. Oh mein Gott. Ich habe das nur überlebt. Nein, was? Nein, nicht mit mir, Fräulein. Ach. Da fängt ihm ein mit ihrem blöden Fangnetz und der andere greift mich an. Verdammte Scheiße nochmal. Bitte nicht! Triggert mich nicht schon wieder so extremst. Ach Mann, ey. Boah, wie viel. Was macht der? Spring doch! Oh. Fuck that shit, fuck that shit, fuck that shit, fuck that shit. Mann! Komm her! Ich sagte komm her und nicht von. Ich kann nämlich den blöden Angel versuchen zu angeln. Ach! Mann! Ey, fuck that shit, fuck that shit, fuck it! Bereit? Los! Ja, komm her! Ah! Oh, jetzt come on! Wie oft muss ich denn noch hier erwischt werden? Ja, hallo? Kann ich sie auch mal angreifen? Verdammte Scheiße nochmal! Kann kaum selber was machen, weil die mich immer aus der Ferne. Scheiße! Ja, da angelt sich mich schon wieder. Ich hab die Schnauze voll. Hör auf mit der verdammten Kacke! Jetzt reicht's. So, jetzt aber. Und die werden natürlich nicht KO'd. Klar, Klospray. Mann! Bereit? Los! Ah!
Mann, endlich! Ja, ich hatte den falschen Geist an. So, aber wir machen jetzt noch weiter mit dem Charakter. Wenn wir das jetzt geschafft haben, bedeutet das. Jupp. Endlich. Ja, wie komme ich da wieder raus? Ach so. Ja, blub, 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 blub. Einfach durchs Wasser schwimmen. So. Und da ist der nächste Kara. Junger Link. Okay. Habe ich ja bereits. Gaben hier. Dann noch Armangriffe. So. Und ich brauche einen Angriffsgeist. So, ich hoffe, dass das hinhaut hier, der Kampf. Dann mal los. Jetzt mal Schluss hier. Lass die Bomben sein. Na, komm her. Trau dich ruhig. Dazu noch die Bombe hier. Toll, und da werde ich erwischt. So. Und Flipkick das Vers. So, Weltersehen. Der junge Link ist nun am Start. Ja. Sehr gut. Damit dürften wir jetzt dann. Ja, das zweite Triforce freimachen. Aber es fehlt noch eines. Ah. Und da kommen wir jetzt endlich hin. Gott sei Dank. Aber das dann ab dem nächsten Part. Und wie mir jetzt gefallen musste, Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen, trotz der Face. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for the Fictinen. Bis zum nächsten Part von Let's Play. Super Smash Bros. Ultimate. Also Wiedersehen und Tschüss, oder?